Ein Streifenwagen fährt zwischen grünen Weiden entlang. Dahinter glitzert der Starnberger See. Der Wagen hält auf einem Bauernhof. Hubert und Staller steigen aus. Riechst du das? Ja, ja, da odelt einer. Das sind die flüchtigen Aromen von der Distille her. So viel Geld nur für einen Obstler. Edelobstbrand. Wir wissen gar nicht, ob der Kierwitz das mag. Ja, da, wo der herkommt, da trinken die nur Schnaps. Was ist denn mit deinem Anteil? 20 Fäden war ausgemacht. Staller zieht eine Tüte mit Kleingeld aus der Tasche. Hosentaschen, Jackentaschen. Spinnst du jetzt komplett? 20 Euro. Am Bauernhaus hängt ein Schild Obstbrennerei Hüttmann. Die Beamten betreten einen gekachelten Raum. Entschuldige, Hansi, das ist doch peinlich. Du kannst ihm doch nicht den Kleindreck da geben. So, das ist doch auch Geld. Staller stolpert. In Zeitlupe fliegt das Geld durch die Luft und landet auf einem weißhaarigen Mann, der rücklings am Boden liegt. Er hat eine Wunde an der Stirn. Entgeistert dreht sich Staller zu Hubert um. Ich heb's nicht auf. Neben dem Weißhaarigen eine zerbrochene Schnapsflasche, auf dem Etikett Blutspritzer. Hinter dem Starnberger See erheben sich die gezackten Gipfel der Alpen. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert. Dunkelblond, blaue Augen, stets braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Groß, schlaksig, dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz. Korpulent, graumeliertes, zurückgekämmtes Haar. Karin Thaler als Pathologin Anja Licht. Klein und blond mit Pferdeschwanz. Hörfilmproduktion Bayerischer Rundfunk. Text Mareike Hülsmann. Redaktion Heide Völz und Bernd Benecke. Tonmischung Herbert Glaser. Sprecher Peter Veit. Schnapsidee. Im Overall hockt Anja neben dem Weißhaarigen und hebt die Scherbe mit dem Etikett auf. Raimund Girwitz Geburtstagsbrand. Wenn das kein Zufall ist, dann müsst ihr euch wohl was Neues für euren Chef überlegen. Ich weiß nicht, für den fällt mir überhaupt nichts ein. Mit dem Finger fährt Staller in den Flaschenhals. Das ist gar echt schon drum. Er hat den Finger abgeleckt. Anja wirft ihm einen bösen Blick zu. Anja, schau mal, wollt ihr da sein Testament aufschreiben? Damit hat er die verschiedenen Brennstufen notiert, da. Schnaps kennt sich aus, hä? Hochprozentiges habe ich nur während unserer Ehe gebraucht. Der Tote hält einen weißen Stift. Im Polizeirevier, Sonja am Telefon. Gut, Hupsi. Ja, ich sag's ihm gleich. Ciao. Mit einem Paket kommt Riedel herein. So, Papierhandtücher. Ja, ein Waschraum damit. Na, da ist alles voll. Der Girwitz hat wieder alles auf Vorrat bestellt. So ein Schwachsinn für 2 Euro Rabatt. Okay, lass es erstmal stehen. Danke. Er nimmt einen Riegel. Bin total unterzuckert. Man sieht's. Girwitz? Hubert und Staller, haben die sich gemeldet? Ja, Hubert hat angerufen. Ja, und? Die haben eine Leiche gefunden in der Schnapsbrennerei. Der Besitzer wurde erschlagen. Mord. Na, großartig. Und was sagen die Zeugen? Welche Zeugen? Irgendwer muss doch die Leiche gefunden haben. Naja, Hubert und Staller. Was machen die denn in der Schnapsbrennerei? Die wollten doch den Obstler holen für, also, ich nehme mal an, weil er gut ist und weil er fruchtig und... Hektisch beißt er in den Schokoriegel. Verstehe. Er schaut auf das Paket. Ganz gut, dass kein Angehöriger den Toten gefunden hat. Ja, das stimmt auch wieder. Ach so, das ist angekommen, aber... Ich will nichts wissen. Bin schon weg. Er verschwindet in seinem Büro. Also der geht mir echt auf die Nerven mit seinem Geburtstag. Voll. In der Brennerei. Anja steht über der Leiche und fotografiert sie. Staller sammelt sein Geld ein. Ja, Hans, musst schauen, dass du deine 20 Euro wieder zusammenbringst. Davon sind noch 20. Anja, wenn du irgendwo noch was findest, das gehört bei mir. Du musst aufpassen bei der Anja, das heißt, geht ganz schnell weg. Das ist voll ekelhaft. Ja. Na, das Zeug, aus dem der Schnaps gebrannt wird. Ach so, ja. Du, Seife wird auch aus Knochen hergestellt. Ihr wisst schon, dass Obstler aus Obst gemacht wird. Wie, du schon? Er hebt ein Büschel Haare auf. Kopfhaare. Also vom Toten sind die nicht der Farbe nach zu urteilen. Ja, vielleicht hat er die den Täter rausgerissen. Oder jemand hat Haarausfall. Na, da musste ich an Kollegen wenden. Ja, als Glatzkopf ist natürlich spurentechnisch auf der sicheren Seite. Ob die Haare mit der Tat zu tun haben, müssen wir schauen. Auf alle Fälle brauche ich DNA-Proben von jedem, der sich in diesem Raum aufgehalten hat. Wann? Gestern, vorgestern, letztes Jahr? Ganz genau. Eine Blonde mit Samtmieder. Was ist hier los? Anja erhebt sich. In einem Verkaufsraum entkorkt Staller eine Schnapsflasche. Frau Hüttmann. Staller schenkt ein. Hüttmann sitzt an einem Tisch. Ihr Vater hat nicht leiden müssen. Da haben wir schon Schlimmes gehabt. Jetzt trinken Sie erst einen Schluck. Sie winkt ab. Strecken haben wir das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben. Wann war das? Letzte Woche. Und seitdem haben Sie nicht mehr gesehen?
Nein. Staller kippt den Schnaps. Und das alles da hat ihrem Vater gehört? Ja, es war's der Sinn. Das war ein Riesengeschäft, so eine Distille. Und so lauter solche Kunden haben wie dich. An der Wand hängt ein Luftbild. Alles okay, Frau Wittmann? Haben Sie eine Schildkröte gesehen? Eine Schildkröte? Ja, die gehört meiner Tochter. Wie schaut die aus? Grau mit langem Rüsselhans. Klein, groß, Stadt, Land. Nein, das ist eine griechische Landschildkröte. Anja mit Wattestäbchen. Entschuldigung, Frau Wittmann, mein Beileid nochmal, aber ich brauche eben die Probe für den DNA-Abgleich. In der Obstbrennerei sehen sich Hüttmann und Hubert suchend um. Der muss hier irgendwo sein. Was? Wieso er? Staller kniet. Paul ist ein Männchen. Ja, und der darf da einfach so frei rumlaufen. Ja, warum denn nicht? Wenn Sie da oben brauchst, nicht schauen. Fluchtreflex, dass er da raufkrabbelt. Er steht auf. Ja gut, irgendwo muss er ja sein. Hüttmann sieht zur Tür. Mara. Ein blondes Mädchen mit langem Zopf kommt zu ihr. Wo ist Opa? Mara stürmt aus dem Bauernhaus, gefolgt von Hüttmann und den Polizisten. Ein attraktives Weibchen bräuchte man halt für einen Paul, dass man anlocken. Ja, das wird vielleicht bei dir funktionieren. Ich glaube, Futter ist da effektiver. Und die Kleine ist da öfters am Hof. Fast jeden Tag. Sie hat nach dem Paul geschaut und nach ihrem Opa. Die zwei haben sie super verstanden. Sie haben gesagt, Sie haben da so eine Auseinandersetzung gehabt? Ach, für ihn ist wie immer ums Geld gegangen und für mich, dass er mir heute einmal was zutraut im Leben. Und in letzter Zeit irgendwas Auffälliges, dass ihn vielleicht jemand nicht mögen hat außer Ihnen? Die müssen seinen Nachbarn fragen, den Pape. Mara kommt zu Ihnen. Ich kann ihn nirgendwo finden. Ja, Schatz, ich komm gleich. Ich rede gerade nur mit den Polizisten. Halt mal. Er gibt Staller seine Lederjacke. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir holen einen Löwenzahn, den mögen Schildkröten und dann kommt der Paul ganz bestimmt und zurück. Und woher weißt du das? Weil ich Polizist bin. Auf einer Landstraße lässt der Streifenwagen das Ortsschild von Degerndorf hinter sich. Upsi, mit mir kannst du wirklich über alles reden. Ja gut, wenn du nicht magst. Vollkommen recht, ich mag nicht. Sie fahren auf einem Feldweg. Ich hab mich nur gewundert, dass du sofort auf die Schildkröte angesprungen bist. Okay, ich hab als Kind eine Schildkröte gehabt. Und die ist dir dann weggelaufen, oder? Was? Wer weiß denn das? Hab ich dir schon mal erzählt? Ich kenn dich doch. Weißt du, so komisch geschaut hast, wie die das von der Schildkröte erzählt Pass hat. Pass auf! Vor ihnen rast ein Beetle-Cabrio vorbei. Staller bremst. Eine Plastikflasche fliegt nach vorn. Durchsichtige Flüssigkeit ergießt sich über die Beamten. Ist das Schnaps? Ja. Was heißt, na ja? Du hast aber nicht dem toten Hüttmann sein Obst gestohlen, oder? Ich das die Erben wegschütten, wäre das schade drum. Jetzt fahr hinterher. Der Streifenwagen parkt am Rand einer Landstraße. Eine Blonde in Rock und Bluse wartet neben dem Cabrio. Grüß Gott. Grüß Gott. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich war ganz in Gedanken. Das kenne ich. Aber deswegen sollte man trotzdem auf den Verkehr schauen. Führerschein und Fahrzeugschein. Wissen Sie, mein Hund ist krank. Oh, das tut mir leid. So, der Hund ist krank. Normalerweise sind es ja immer die Kinder, die krank sind. Ja, das kennst du natürlich nicht, wie so ein Viech leidet. Ja, ja, er hat schon recht. Uli, was haben wir da? Er fasst aufs Armaturenbrett. Regierung von Oberbayern. Das sind wir quasi Kollegen. Ja, ich bin eine Büroleiterin. Ja, da gratulieren wir trotzdem. Behalten wir jetzt Ihren Führerschein wegen öffentlicher Gefährdung des Straßenverkehrs. Ja, und jetzt? Nein, jetzt müssen Sie mit dem Radl fahren oder mit der S-Bahn, da haben Sie die freie Auswahl. Oh, ich glaub's nicht. Halt. Wo wollen Sie denn hin? Ja, ich hätte doch wohl wenigstens noch nach Hause fahren dürfen. Nein. Sie fahren nirgendwo hin. Ohne Führerschein. Die Blonde dreht sich zu Staller. Der grinst. Das Cabrio mit Staller am Steuer hält neben einem Mercedes-SUV auf einem Grundstück. Ja, danke. Sie öffnet die Tür. Das war wirklich sehr, sehr lieb von Ihnen. Wenn Sie mal wieder was brauchen, ich bin der Hansi. Der Streifenwagen stoppt hinter Ihnen. Danke. Wiederschauen. Auch Staller steigt aus. Die Blonde nähert sich einem Mann mit Schnauzer und umarmt und küsst ihn. Enttäuscht beobachtet Staller die beiden. Er dreht sich zu Hubert um, der neben dem Streifenwagen steht. Ist das der kranke Hund? Ja, der Bruder nehme ich an. Ja, Geschwisterliebe. Im Polizeirevier stehen Hubert und Staller bei Sonja im Vorraum. Schade, war eine schöne Idee mit dem Obstler. Könnte selber einen brennen. Ja, da wäre es wenigstens was ganz Persönliches. Also wenn der genauso riecht wie ihr gerade, wäre es mir ein bisschen zu persönlich. Riegel kommt. Da schaut's her, die Geburtstagskarten für den Gewitz. Hat meine Tante gestickt. Was waren wir da nicht letztes Jahr auf der Beerdigung? Ja, es wäre eine schöne Grabbeigabe gewesen. Warum steht denn da jetzt eine 60? Also ich glaube, der Gewitz wird 70. Polizeirevier Wolfartshausen? Ah, Herr Gewitz. Ja, verstanden. Okay. Erwartet. Ja, das kann er gut.
Sonja, kennst du vielleicht jemanden, der so eine attraktive weibliche Schildkröte daheim hat? Hubert und Staller in Gerwitz' Büro. Meine Haare am Tatort. Ist für einen Ermittler doch wie ein Sechser im Lotto. Ja, wenn man es zuordnen kann. Bravo, Staller, da wäre ich jetzt nicht draufgekommen. Ja, deswegen sage ich es Ihnen ja. Sagen Sie mal, dieser Alkoholgestank ist ja nicht auszuhalten. Was fällt Ihnen eigentlich an, während der Arbeitszeit privaten Ermittlungen nachzugehen? Hä? Moment, was soll das heißen? Privat? Ja, der Besuch in einer Schnapsbrennerei kann ja wohl nicht dienstlich gewesen sein, oder? Naja, kommt ganz drauf an. Ja, da ging es um einen vermissten Fall. Paul. Paul, Schildkröte. Gerwitz am offenen Fenster. Paul, Schildkröte. Da gibt's. Gut, und haben Sie gefunden? Na, noch nicht. Aber ganz nebenbei finden Sie mal eine Leiche, oder wie? Ein bisschen Glück muss man ja haben. Was mit diesem Nachbarn, diesem Pape? Ja. Da gab's ein paar Zwistigkeiten mit dem Opfer. Ja gut, wir haben Haare, wir haben Verdächtigen, also los, meine Herren. Ja, hopp, hopp. Was ist denn? Sonja am Computer. Guck mal, das kam gerade von der Bank. Also nach wirtschaftlichen Problemen sieht es bei dem Hüttmann nicht aus, oder? Staller beugt sich vor. Hansi, du riechst immer noch. Ja, der Alkohol verfliegt halt. Zieh doch noch trotzdem mal ein frisches Hemd an. Ja, das ist eine gute Idee. Da wird man direkt neidisch, wenn man sieht, was man mit Schnaps alles verdienen kann. Du brauchst aber ein bisschen Talent. Ja, das habe ich ja. Zum Saufen. In Yazids Werkstatt. Staller hält ein Blatt Papier. Und das soll funktionieren? Ja, das ist ganz einfach. Du, für einen gescheiten Obstler, da kannst du nicht einfach was zusammenschustern. Da brauchst du Know-how, verstehst? Das ist ein richtiger Aufwand. Wer willst denn du das wissen? Energisch zieht Yazid eine Plane von einer Anlage mit Kesseln, Röhren und Schläuchen. Wahnsinn. Ist das aus dem Deutschen Museum gestohlen? Funktioniert einwandfrei und alles selber gebaut. V2 ausschweißen. Das musst du erst mal drauf haben. Entschuldige, wenn ich einen Schnaps saufen will, dann geh ins Wirtshaus. Upsi, da in der Gegend, da brennt fast jeder. Ja, dann brauchst du nicht auch noch mit dem Schmarrn anfangen. Er geht. Was hat denn jetzt er schon wieder, bitte? Weiß nicht, Wetter, Philipp. Weißt du, was ich immer sage, Hansi? Schnell muss es gehen und einen ordentlichen Bums muss er haben. Nein, nein, das sieht kein Fusel. Da brauchen wir irgendwas Feines in der Special Edition. Hubertuskirsche? Was? Stallerbirne? Ja, so die Richtung. Die Richtung. Im Streifenwagen. Staller sitzt am Steuer, Hubert neben ihm. Hansi, das ist kompliziert. Da musst du Gewerbe anmelden, dann muss die Anlage abgenommen werden vom TÜV. Du weißt ja, was das heißt. Man kann doch auch einmal ins Unreine träumen. Weißt du, was das Beste wäre? Du fährst in den Wald, baust eine Blockhütte und brennst einfach schwarz. Manchmal bist du wirklich sehr kleingeistig, gerade was das Kreative betrifft. Hansi, von mir aus kannst du brennen, so viel du willst. Eins kann ich dir versprechen, von deinem Schnaps trinke ich keinen Schluck. Ja, Sonja, was gibt's? Was? Eine Torte? Ja, von mir aus. Ja, von mir aus auch mit Zartbitterschokolade. Ende. Er drückt auf sein Smartphone und lässt es fallen. Der Streifenwagen biegt auf einen Parkplatz ein. Daneben steht ein Leiterwagen mit Obst und Gemüse. Darüber eine Tafel mit der Aufschrift Biohof Pape, Hofladen, regionale Produkte aus eigenem Anbau. Die Polizisten steigen aus. Staller öffnet den Kofferraum und kramt darin. Upsi. Hä? Wo hast denn du wieder den Laborkoffer hin? Warum ich und warum wieder? Ja, weil du immer alles da reinschmeißt. Reinschmeißen, aber rausgekommen, ich habe überhaupt noch nie was aus dem Koffer. Entschuldige, ich habe genau gesehen, du hast den Koffer von der Anja ja, den gekriegt. Koffer von der Anja. Ja, dann bist du halt irgendwo hingegangen. Einer mit Schiebermütze und Vollbart kommt. Danke, Herrn. Grüß Gott. Und, haben Sie das Arschloch endlich geschnappt? Was für Arschloch? Der Einbrecher. Einbrecher. Der bei mir ins Haus eingebrochen ist. Also der, ja. Der steht da, schon lange ist der. Unter Beobachtung steht er. Unter Beobachtung. Ja. Verarschen kann ich mich selbst. Und, was wollen Sie hier? In der Wohnküche. Hüttmann, Hüttmann. Hören Sie mir bloß auf mit diesem Arschloch. Seit Jahren wehen seine Pestizide über meine Felder. Ja, aber doch bloß, wenn der Wind geht. Sagen Sie, ist irgendwas bei Ihnen kaputt? Ich bin Biolandwirt. Ja, das haben Sie alle. Ja, aber ich bin's. Ja, aber was haben Sie denn mit den Spritzmitteln vom Hüttmann zu tun? Sie haben aber wirklich überhaupt keine Ahnung. Die Ernte ist kontaminiert. In den Labortests werden die Grenzwerte überschritten. Also nix Bio. Ja, aber das Gemüse, das verkaufen sie ja trotzdem. Ja, eben nicht. Hören Sie mir überhaupt zu? Und deswegen hat dieses Arschloch 30% Umsatzeinbuße zu verantworten. 30%! Eine Brünette. Guten Tag, die Herren. Hallo. Konnten Sie den Einbruch aufklären? Ja, nix haben die aufgeklärt. Stattdessen stellen Sie mir dumme Fragen zum Hüttmann. Dem sollten Sie mal auf den Zahn fühlen. Na, das brauchen wir nicht mehr. Den haben sie gestern Abend erschlagen. Gestern Abend? Ja. Oh Gott. Ach so. Daher wie der Wind.
Sie denken, ich war das. Deswegen nehmen wir jetzt auch die DNA-Probe von Ihnen. Von mir gibt's keine Probe. Ja, dann müssen Sie mit aufs Revier. Aber das ist doch überhaupt nicht nötig. Wir waren doch gestern Abend die ganze Zeit hier und haben ferngesehen. Ferngesehen? Die ganze Zeit, oder? Ja. Wir haben's doch gehört. Er legt die Mütze ab. Dann nehmen wir jetzt noch schnell die Probe und dann sind wir schon wieder weg. Er fasst ihm ins Haar. Au! Sag Sie, sind Sie völlig durchgeknallt? Macht man das nicht normalerweise mit so Wattestäbchen? Ja, normalerweise schon. Ja, aber das ist sehr aufwendig. Die kommen aus Kiel, die haben gerade einen Engpass. Ja, dann kommen Sie gefälligst wieder, wenn Sie so ein Scheißding haben. Das hier ist Körperverletzung. Beim Hüttmann war es ein bisschen mehr. Der Streifenwagen fährt an einer Weide mit Kühen vorbei. Das ist ja wirklich sehr verdächtig, wenn der einen solchen Anfall kriegt, wegen so einem läppischen Haar. Ja, vielleicht hättest du ihn vorher fragen sollen, bevor du ihm die ganzen Haare rausreißt. Ja, wenn du es überraschend machst, dann tut es nicht so weh. Ja, das hat er wahrscheinlich nicht gewusst. Trotzdem, der hat was zu verbergen, das spüre ich. Ja, schauen wir doch einmal was. Er hält die Mütze. Das ist doch dem seine Mütze. Richtig. Coole Aktion. Schuppen und Haarausfall. Kein Wunder, dass der so schlecht gelernt war. In der Pathologie nimmt Anja mit einer Pinzette Haare aus der Mütze und legt sie vorsichtig auf eine kleine Glasscheibe. Staller greift nach einer Tüte mit Wattestäbchen. Ihr habt doch erst neue Watteträger mitgenommen. Habt sich damit die Ohren ausputzt, oder was? Nein, die braucht der Hansi zum Waffenreinigen. Was? Tatortfotos liegen neben Anja auf einem Tisch. Sag mal, wenn man da schlagen wird, ist es dann normal, dass man den Stift in der Hand behält? Das kommt drauf an. In unserem Fall ist der Hüttmann zwar erschlagen worden, war aber nicht sofort tot. Was? Der hat noch gelebt? Den Spuren nach schon. Wie lang? Vielleicht noch 2-3 Minuten. 2-3 Minuten? Was machst du denn da noch? Ei kochen. Ja, du brauchst da 5 Minuten. Man wird wenigstens kochen, die Wasser löst. Nein, da platzt das Ei. Vielleicht wollte er irgendwo noch was aufschreiben. Auf der anderen Seite war alles um die Leiche rum voller Alkohol. Na ja, das war kein schlechter. Genau, da hätte er sonst was malen können. Der Alkohol hätte sofort wieder gelöst. Ansonsten, alles wie vermutet, Todesursache war der Schlag mit der Flasche. Ja, Todeszeitpunkt. Wollte ich gerade sagen, zwischen 20 und 21 Uhr gestern Abend. So, die hat er euch einfach so gegeben. Ja, wenn man anständig fragt. Vor Rattlingers Bäckerei. Sag mal, stimmt es, dass die Paula Hüttmann das Kaffee am Markt übernehmen will? Ich weiß nur, dass die Chefin verkaufen will. Aber das kostet doch ein Vermögen. Ja, bei der Top-Lage kannst du ja auch was verlangen. Ja, müssen wir uns vielleicht doch noch mal mit der Hüttmann unterhalten. Ich muss jetzt rein eine Torte vorbereiten. Um Gottes Willen, jetzt haben wir die Torte vergessen. Was denn für eine Torte? Das ist Geschenk für den Gierwitz. Kannst du vielleicht eine zweite Torte mitbauen? Wieso? Ja, weil die erste ist nämlich schon für den Gierwitz. Sie geht. Ja, dann weiß ich ja nicht, was mit ihm was schenken soll. Hubert hält Blumendeko hoch. Im Verkaufsraum der Brennerei. Hubert inspiziert eine Flasche. Hüttmann sitzt am Tisch. Staller steht davor. Ich dachte, dass er sich jemanden holt, der in dem Papierschmarrn ordnet. Wieso haben Sie das nicht gemacht? Ich? Nie hätte er mich daran lassen. Warum? Ja, weil er es mir nicht zutraut hat. Ach so, ja, das Kaffee hat er Ihnen auch nicht zugetraut, gell? Aber Sie sind ja gut informiert. Ja, schon, vom Berufswegen. Gebettelt habe ich. Ihm sogar einen Käufer für ein paar Hektar Forst vermittelt. Ja, das, wo der Vater normal die Tochter auf Händen tragt. Ne? Woher weißt du das? Ja. Er hat mir sogar vorgeworfen, dass ich mit dem Lucky Waldner, dem Interessenten, unter einer Decke stecke. Und stimmt es mit der Decke? Mei, der Papa hat den Lucky von klein auf kennt. Und dann jagt er einfach vom Hof. Wie viel haben sie denn wollen? 50.000. Was, das ist für ein Korbpappenstil, wenn ich denke, was ich da nicht da rauskriege im Monat. Na, ich glaube, das ist der Frau Hüttmann wurscht, oder? Sie haben doch gesehen auf der Karte, was ihm alles gehört. Na, jetzt gehört es Ihnen. Und? Vor einem Kessel. Der ganze Schnaps wird also vorher fast gekocht. Sie müssen ja den schädlichen Methanolanteil ausbringen, sonst können Sie blind werden. Staller entdeckt ein Buch. Und was ist das da? Das ist das Rezeptbuch von meinem Urgroßvater. Da finden Sie alles drin. Kann ich mir das einmal ausleihen? Von mir aus. Kommt sowieso alles weg. Aber warum interessiert Sie das eigentlich so? Ja, Schnaps hat mich immer fasziniert. Wenn jetzt bei mir mal durchhängt, dann vielleicht als zweites Standbein. Also Sie verkaufen das alles, auch die Distille da. Heilfroh bin ich, wenn ich los bin. Und das mit dem Lucky Waldner passt. Kann alles haben. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau. Hubert und Mara kommen. Den Paul haben wir leider nicht gefunden. Ich find's trotzdem nett, dass sie sich so bemüht haben. Der kann echt halt suchen, Mama. Na ja, der Hupsi hat auch in deinem Alter. Sucht ihr jetzt weiter? Ja, bis wir gefunden haben, sucht man. Blick von oben auf den fahrenden Streifenwagen. Im Auto, Hubert hält das Rezeptbuch. So, 12. August 1885. Wir hatten heuer die beste Ernte. Was?
Ach so, nein, dieser S, Best, diese komische Schrift. Die beste Ernte seit 12 Jahren. 1885, Wahnsinn, da haben wir noch Monarchie gehabt. Nein, Schmarrn, da war doch schon der Ding da. Ah, sag schnell, der Bismarck. Bismarck. Nein, da war dazwischen die Weimarer Republik. Ja, der Bismarck war ja einer von den Weimarer. Nein, die heißen Habsburger. Zentrale für Wagen 3, bitte kommen. Hubert nimmt das Funkgerät. Ja, Sonja, was ist los? Du, Hubsi, hier ist ein Gespräch für dich. Ja? Dann steh durch. Herr Hubert, hast du den Paul gefunden? Mara, hallo. Nein, den Paul, den haben wir leider noch nicht gefunden. Mara, wie wären das, wenn du überall Bilder aufhängst von dem Paul? Mara, häng doch einfach Bilder auf vom Paul. Und, mit der Telefonnummer. Ja, und drunter schreibst deine Telefonnummer. Vielleicht hat den Paul irgendwer gesehen, ne? Oh ja, das mach ich. Tschüss, Herr Hubert. Ciao. Das heißt, der Herr Hubert, ich meine, das war meine Idee. Der Streifenwagen hält auf dem Grundstück neben dem Mercedes-SUV. Die Polizisten steigen aus. Die Fahrertür stößt gegen die SUV-Beifahrertür. Staller streicht über den Kratzer. Volltreffer, Hans. Der mit Schnauzer kommt. Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott. Schönes Auto. Ja, nagelneu. Die Edda ist leider nicht da. Sie kommen sicher wegen dem Führerschein. Nein, eher nicht. Eins kann ich Ihnen sagen. Das lässt die nicht einfach auf sich sitzen. Echt? Sie ist gerade zu Ihrem Anwalt. Was das gehört, Hansi? Na, wir kommen zu Ihnen, Herr Waldner. So? Und worum geht's? Ja, Sie sind doch in Verhandlungen gestanden mit dem Herrn Hüttmann, oder? Wegen dem Wald. Ach, mit dem Hüttmann? Ach, ja, das war leider nicht so erfolgreich. Ja, das ist jetzt vollkommen wurscht. Sagen Sie mal, wo haben Sie einen mit dem getroffen? Na ja, in der Brennerei. Es war ja praktisch sein Wohnzimmer. Eine Probe bräuchte man noch von Ihnen. Also für einen DNA-Abgleich. Gut, von mir aus. Dann kommen Sie doch mit auf die Terrassen. Nein, geht's hier schon voraus, ich hol noch die Stäbchen. Waldner und Hubert gehen ums Haus. Staller öffnet die Fronttür des Streifenwagens. Auf der Terrasse macht Waldner den Mund auf. Hubert fährt mit einem Wattestäbchen hinein. Sie müssen aufpassen. Wieso? Der Dreier von links ist kariös. Ja. Staller mit Kaffeebecher. Die Hüttmanns, haben Sie die näher gekannt? Ja, sicher. Die Paula und ich, seit der Jugend. Und der Vater, wie war das so? Sturer Bock und streng. Die Paula durfte nichts außer schuften in der Brennerei, schon als Kind. Ja, jetzt verstehe ich das. Bitte? Nix. Verkaufen wollte er nicht. Verkaufen, der? Fast auf 70.000 bin ich gegangen. Ein verdammt fairer Preis. Ich hätte Paula ja gern geholfen mit dem Kaffee. Kennen Sie den Pape auch? Ja, und? Gab's da Streit zwischen den beiden? Streit ist gut. Der Pape hat den Hüttmann gehasst. Sie hätten mal sehen sollen, wer da neulich auf den Hüttmann los ist. Wie, wo war das? Waldner beugt sich vor. In der Lindenkrone. Der Hüttmann, der trinkt in aller Ruhe sein Bier. Und plötzlich legt der Pape los. Ich mach dich fertig, du Penner, hat er gebrüllt. Und worum ist er genau gegangen? Keine Ahnung, der ist unberechenbar, der Pape. Hubert und Staller sehen sich an. Die beiden verlassen die Terrasse. Der Waldner kriegt sein Land, die Hüttmann ihr Kaffee, bloß weil der Alte tot ist. Wenn es einem so gut geht, bringt man keinen um, wegen ein bisschen Land. Den Pape müssen wir uns noch mal vornehmen. Ja, heute nicht mehr. Der Hubsi, das mir tun gefallen und fasst das Röhrchen da bei der Anja vorbei. Ich spring dabei bei mir Süden aus. Fangst du jetzt schon wieder an mit deinem Brennereischmann? Das ist meine Freizeit, Hubsi. Sehr traurig. Mit dem Wattestäbchen im Schutzröhrchen geht Hubert zur Fahrertür. Staller steigt auf der Beifahrerseite ein. In Yazids Werkstatt. Er sitzt neben Staller, der in dem Rezeptbuch blättert. Yazid raucht. Er legt die Zigarette auf das aufgeschlagene Buch. Mit Schutzbrillen stehen Yazid und Staller neben dem Brennkessel. Yazid steckt einen Apfel oben in eine Öffnung. Neben einer offenen Ofenklappe hält Staller einen gerollten Papierstreifen. Yazid zündet ihn an. Lächelnd beobachten sie, wie durchsichtige Flüssigkeit aus einem Hahn in einen Kolben tropft. Yazid kippt ein Stammball. Zögernd nippt Staller an seinem Glas und trinkt es dann aus. Staller mit Stamperl und Yazid mit Kolben stoßen an. Sie sitzen auf dem Ledersofa und trinken. Die Schutzbrillen hängen um ihren Hals. Stallers Haar ist zerzaust. Staller nimmt sein Handy. Upsi. Was? Ja, ja, gar kein Problem. Bin gleich da. Er kneift die Augen zusammen.
Mara heftet ein Papier an einen Baum. Darauf eine gemalte Schildkröte, eine Telefonnummer und vermisst Paul die Schildkröte. Im Streifenwagen sitzt Staller auf dem Beifahrersitz und trinkt aus einer Wasserflasche. Ich glaub das nicht. Die kleine Hüttmann ist weg und du gibst mir mehr Sitz zum Saufen. Ich bin topfit. Das erklärst du aber der Mutter. Was? Was hab ich damit zu tun? Ja, das war doch deine Idee mit dem Bilder aufhängen, oder? Sag mal, hast du die Kopfschmerztabletten aus dem Auto raus? Ich hab überhaupt nichts aus dem Auto raus, das hab ich dir schon tausendmal gesagt. Hubert beugt sich vor. Der Streifenwagen fährt an Mara vorbei. Er stoppt und setzt zurück. Hubert steigt aus und läuft zu dem Mädchen. Auf einem Hügel. Mara sitzt zwischen den Polizisten auf einer Bank. Staller hat die Arme verschränkt und den Kopf gesenkt. Ich vermisse den Opa so. Und ich will nicht, dass der Paul jetzt auch noch weg ist. Ah, der Paul ist nicht weg. Der kommt zurück. Und woher weißt du das? Also pass auf. Siehst du die Wolken da oben? Oh. Das musst du dir vorstellen, jeder Mensch, der bei uns stirbt, der sitzt da oben auf der Wolke drauf. Echt? Der Opa auch? Na klar, der Opa auch. Und was macht der da? Was trinken. Nein, der trinkt nicht, der lacht sich kaputt über uns. Welche Wolke gehört dem Opa? Kannst du einen aussuchen. Sie zeigt hoch. Die da fliegt. Genau, die da fliegt. Mara blickt zu Staller. Der macht aber komische Geräusche. Ja, der sitzt auch bald auf einer Wolke. Was? Nix. Hubert und Mara sehen sich an. Auf dem Revier wischt eine Frau den Gang. Zu Hubert und Staller. Stinkt denn hier so? Ist das ein neues Putzmittel? Ja, in der Testphase. Grauenhaft, grauenhaft. Staller hält den Kolben und einen Becher. Wissen Sie, wer mich gerade am Telefon eine geschlagene Viertelstunde genervt hat? Ja, Ihre Frau wahrscheinlich wieder. Vorsicht, Staller. Sie bewegen sich auf dünnem Eis. Wie kommen Sie dazu, diesem Papa die Haare auszureißen? Wieso, der hat sich gar nichts ausreißen lassen. Das haben Sie viel zu langsam. Ist mir doch vollkommen egal. Ich konnte ihn gerade noch von der Anzeige abhalten. Aber nur, weil ich versprochen habe, dass Sie sich persönlich bei ihm entschuldigen. Kommt gar nicht in Frage. Staller. Der hat ja schon seit Jahren Stress mit dem Opfer. Der hat ihn ja bedroht vorzeugen. Das ist unser Hauptverdächtiger. Und wenn es Jackson Ripper wäre? Sie werden sich bei ihm entschuldigen. Haben wir uns doch klar verstanden. Vor dem Bauernhaus. Auf dem Tisch steht ein Karton mit einer Öffnung. Da soll die reingehen. Das ist ja viel zu beengt. Also deine Wohnung ist jetzt auch nicht so toll. Staller dreht den Karton mit der Öffnung nach rechts. Stellen wir es wenigstens so hin. Da kriegt es in der Früh schön Sonne. Ja, von Schildkröten hast du überhaupt keine Ahnung. Wenn du das so hinstellst, hat es den ganzen Tag Sonne. Jedes Bauernhaus ist nach Osten ausgerichtet. Entschuldige, schaut das aus wie ein Bauernhaus. Außerdem kommt es aufs Fressen an. Wir brauchen einen Löwenzahn. Hubert hat den Karton mit der Öffnung nach vorn gestellt und geht. Mittagssonne. Er dreht ihn wieder um. Lass es! Staller gehorcht. Hubert verlässt das Grundstück und kommt an eine Weggabelung. Er bleibt stehen und sieht auf den Boden. Hansi? Der läuft zu ihm. Hubert deutet auf die Erde. Schau dir das einmal an da. Deutlich zeichnen sich Reifenspuren ab. Ja, nicht von der Schildkröte. Also es ist mit dem Auto gefahren. Na, jetzt einmal ohne Schmarrn. Rein theoretisch kann ja da einer mit dem Auto herfahren. Das sieht kein Mensch, ne? Ach so, dann musst du das gar nicht über die Landstraße fahren. Genau, da kann er da parken. Das sieht kein Mensch. Er nimmt sein Smartphone. Ja? Sonja, pass auf, ich schicke dir gleich ein Beutel per Handy von Reifenspuren, die wir gefunden. Was? Echt? Das ist ja der Wahnsinn. Ciao. Was ist? Warte mal, wem die Haare vom Tatort gehören. Keine Ahnung. Wem gehört der Hof da unten? Er zeigt einen Fahrweg entlang. Am Pape. Genau. Der Streifenwagen hält auf Papes Biohof. Die Polizisten steigen aus. Pape lässt eine Handkarre stehen und kommt zu den beiden. Grüß Gott, die Herren. Tja, was so ein kleiner Anruf bewirken kann. Na, was gibt's diesmal? Eine Entschuldigung oder wollen Sie mir wieder an die Wäsche? Ja, manchmal können wir halt nicht so, wie wir wollen. Ihre Mütze wollte mir einer zurückgeben. Wieso haben Sie meine Mütze? Haare sind noch drin. Was gehen Sie überhaupt meine Haare an? Und die am Tatort sind? Hubert macht ein Handyfoto. Was machen Sie denn da? Was ist das für ein Schwachsinn, Haare am Tatort? Ja, Ihre. Ich lass mir doch nichts anhängen, ihr Arschlöcher. Sie stehen unter Mordverdacht. Das hat der schon wieder Arschloch gesagt. Wer ist für Sie eigentlich kein Arschloch? Pape sieht von Hubert zu Staller. Im Verhörraum sitzt Pape den Polizisten gegenüber und lässt den Kopf hängen. Also noch einmal. Ich war seit Jahren nicht mehr in der Brennerei von diesem Arsch. Vom Hüttmann.
das sind nicht meine Haare. Die DNA-Analyse sagt aber was anderes. Jetzt sage ich immer, was ich von Ihrer DNA-Analyse halte. Der zerknüllt das Papier und wirft es. Er trifft Gerwitz am Kopf. Was soll das? Keine Ahnung. Ah, gut. Ja. Hubert, ich brauch Sie mal eben, nicht? Staller, Sie machen weiter. Hubert folgt seinem Chef hinaus. Chef, Herr Pappe, Sie haben den Herrn Hüttmann in der Lindenkrone massiv bedroht. Dafür haben wir einen Zeugen. Zeugen? Den Lucky Waldner vielleicht. Woher wissen Sie das? Weil das auch ein Arschloch ist. Die Britta, meine Freundin, das ist die Ex-Frau von Waldner. Ja und? Ja, er ist immer noch eifersüchtig. Okay, so ein Schmarrn, der hat doch lang wieder neue. Na, Sie sind sauer auf den Hüttmann, weil er Ihnen das Biogemüse da vollspritzt. Auf dem Gang. Wie? Sie haben nur Ihre Pflicht getan? Das ist doch völliger Blödsinn. Der Führerschein ist so vollkommen unangemessen. Und ich kann mich jetzt mit dem Anwalt von der Frau Los rumprügeln, nicht? Wissen Sie, wie der sich aufgeregt hat? Ja, der regt's ja wieder ab. Aber ich nicht. Sie werden auslöffeln, was Sie uns da eingebrockt haben, verdammt. Das dürfen Sie nicht. Was? Wer sind Sie denn überhaupt? Das ist die Frau Seidel, die Freundin von Herrn Pappe. Ja, und was wollen Sie? Mein Freund ist unschuldig, verdammt nochmal. Und Sie sagen mir jetzt bitte sofort, wo er ist. Der wird gerade vernommen und wenn er unschuldig ist, dann... Das habe ich Ihnen doch gesagt. Was haben Sie mit ihm gemacht? Ja, nichts. Wir reden nur mit ihm. Natürlich geht's Ihrem Freund gut. Überzeugen Sie sich selbst. Christian. Staller bedroht Pape. Staller, sind Sie wahnsinnig? Nein. Mit einer erhobenen Wasserflasche. In Gerwitz' Büro. Körperliche Gewalt? Ich fasse es nicht. Angedeutete Gewalt, das ist ein Unterschied. In einem Rechtsstaat gibt es Grenzen, Staller. Upsi, wir haben doch wirklich bloß ganz sanft. Also mittelsanft. Seidel vor Edda los. Du Christian auch noch schlecht machen, oder was? Du bist so ein Mist. Und das ist, weißt du? Riegel kommt. Du bist sowas von ja. Der kontrollierte psychologische Vorgang. Da konfrontiert man. Dass er nicht los hat. Das Entschuldigung, Sie haben und locken aus der Reserve. Reden Sie ein bisschen leiser sein. Sollen Sie wie eigentlich irre laufen, oder was? Lernen Sie ja nicht so. Jeder von Ihnen hat doch irgendwie recht. Wo waren wir stehen? Herr Staller! Im Gang. Das ist so eine Unverschämtheit. Weißt du, was ich will? Nein, hau lieber wieder ab nach München, bevor ich... Bevor was? Willst du jetzt etwa kommen, oder was? Meine Damen! Was Damen? Das ist ein Bauerntrampel und du kannst froh sein, dass du jemals einen abbekommen hast. Es ist aber Schluss! Sonja. Es ist ja nicht zum Aushalten hier. Beeindruckt nickt Gerwitz. Staller gibt los den Führerschein zurück. Entschuldigung, boah, versehen. Der Kollege hat gelegentlich Schwierigkeiten mit dem weiblichen Geschlecht. Naja, vielleicht mag er mich auch einfach nicht, soll's ja geben. Naja, bei ihm ist das eher Scheu, so Unbeholfenheit. Ja, bestimmt. Gerwitz kommt. Und hier ist alles friedlich? Naja, unter quasi Kollegen ist er sowas ja schnell aus der Welt. Kollegen? Die Frau Los arbeitet bei der Regierung. Ah, aber mit der Frau Seidel haben Sie es nicht so, oder? Nein, sie ist die Ex-Frau meines Lebensgefährten. Der Herr Waldner. Ja, und obwohl die beiden geschieden sind, kassiert sie immer noch Unterhalt. Ja, aber wenn sie doch geschieden ist, muss sie doch selbst für den Unterhalt sorgen. Schön wär's. Die ist kerngesund, aber immer krankgeschrieben. Wie soll das gehen? Immer neue Ärzte, immer neue Leiden. Dabei macht sie sich ein schönes Leben mit dem Papa. Ja, das kenn ich. Britta Seidel sitzt auf dem Gang. Sonja und Hubert stehen bei ihr. Sie bleiben dabei. Sie haben den ganzen Abend mit dem Herrn Papa vor dem Fernseher gesessen. Ja? Was kam denn da? Diese Show, da lacht Bayern. Das klingt grauenvoll. Und, gibt's was Neues? Nein, ferngeschaut haben sie den ganzen Abend. Frau Seidel, von mir aus können Sie einen Ex-Mann auspressen, wie eine Zitrone, ist mir wurscht. Aber Krankenkassenbetrug, Vortäuschen von Krankheiten, ja, das sind wir nämlich gerade am Nachforschen. Beunruhigt zieht Seidel von Staller zu Sonja. Also, das ist jetzt komisch, aber jetzt... Fällt mir gerade ein, dass der Christian doch kurz mal draußen war. Was heißt kurz? Da war irgendwas am Trecker, das wollte er sich kurz mal ansehen. Am Bulldog? Ja. So ungefähr eine halbe Stunde. Ja, ich habe nichts gesagt, weil ich ihm nicht schaden wollte. Aber mit dem Tod vom Hüttmann, da hat er nichts zu tun. Ich gebe ihm mein Ehrenwort. Im Verhörraum sitzen die Beamten vor Pape. Ich kann Sie noch tausendmal fragen. Wo waren Sie in der halben Stunde? Am Trecker war ich. Die Dichtung vom Ölablass ersetzen. Das ist Ihnen vor dem Fernseher eingefallen. Sie waren nicht am Traktor, Sie waren beim Hüttmann. Ja, ein bisschen gerangelt, dann Batsch mit der Flasche, kurzen Prozess. Und schon sind Sie wieder neben der Freundin gesessen. Das ist doch alles Schwachsinn. Ja, Hansi, das klingt echt so ein bisschen safe. Was ist denn los? Ganz kurz,
wegen der Reifensporen. Sie reicht Hubert ein Blatt Papier. Können wir wegen eines Systemausfalls leider noch keine Auswertung vornehmen? Was ist denn das für ein Scheißladen? Sonja nimmt das Papier und geht. Triumphierend sieht Pape die Ermittler an. Das Dorf Münsing von oben, dahinter der See. Im Konferenzraum des Reviers. Riedel befestigt eine Happy-Birthday-Girlande über dem Luftbild von Wolfratshausen. Auf einem Tisch stehen eine Flasche Prosecco, Kuchen und belegte Semmeln. Staller sieht darauf. Und? Was meinst? Ja, es sind halt Rote. Das hängt aber irgendwie schief, oder? Ich fass es nicht. Sag mal, Riedel, ich hatte gesagt, Girlande. Aber das ist doch eine. Das ist ein Girlandenwitz. Das ist doch kein Kindergeburtstag hier. Cool, macht's ja Faschingsfest. Hubert stellt einen Beamer ab. Das war, sollten auf die Brote nicht Cornichons? Ich weiß nicht, was sie bestellt haben. Boah, das ist aber ganz schön viel. Wer kommt denn da alles? Sagen Sie mal, Hubert, meinen Sie, der schließt sich von alleine an? Wahrscheinlich nicht. Er geht. Der Papa ist gleich da. Ich glaube, der will uns noch was Wichtiges erzählen. Der kann warten, nicht? Staller, Sie bauen das Geschirr auf. Und Riedel, Sie holen das Ding da runter und hängen es über die Tür. Und zwar in leichtem Bogen. Leichter Bogen, ne? Schade. Das war so ein schöner Kontrast zur Wand. Vor einer Weide lehnen die Ermittler am Streifenwagen. Weißt nicht, der Geburtstag von Girwitz. Was ist damit? Alter, legt mir wie Blei im Arm. Was, geht's dir auch so? Ja, ganze Tag ist versaut. Ich bin ja normal kein Kind von Traurigkeit. Ich brauch dir echt keinen Mensch. Zentraler Wagen 3. Staller greift danach. Nicht in dem. Sonja mit Funkgerät. Wagen 3, bitte kommen. Jungs, ich weiß, dass ihr mich hört. Sag bitte was. Gut, es geht um die Reifenspur und nicht um den Girlitz. Hubert nimmt das Gerät. Warum sagst du das nicht klar? Vielen Dank im Übrigen, dass ihr den Riedel und mich mit dem Chef alleine lasst. Gern geschehen. Was ist mit den Reifen? Also die Spuren stammen nicht von Papes Wagen, sondern die stammen von einem ganz neuen Geländewagen. Ach so, SUV, oder? Ganz genau. Und ich habe euch gerade aufs Handy eine Liste geschickt mit den möglichen Fahrzeugen. Das sind eine ganze Menge. Okay, danke. Er legt es wieder ab. Neue Reifen, Hupsi. Hm? Neue Reifen. Ja, neue Reifen. Im Verhörraum geht Pape auf und ab. Er trägt die Schiebermütze. Sonja kommt herein. Wann kommen denn Ihre Kollegen endlich? Ja, die sind schon unterwegs. Wenn es was Wichtiges gibt, könnte es mir natürlich auch sagen, Herr Pape. Sie nimmt Platz. Oder haben Sie ein Problem damit? Nee. Also hören Sie zu. Er setzt sich ihr gegenüber. Ich weiß jetzt, wie meine Haare an den Tatort gekommen sind. Ach, auf einmal? Ja. Sie wissen von dem Einbruch bei mir letzte Woche? Ja, von dem, wo nichts entwendet wurde? Hm? Nein. Doch, es ist etwas weggekommen. Meine Haarbürste. Ihre Haarbürste? Ja, ich habe das natürlich nicht in Verbindung gebracht, aber jetzt ergibt das alles einen Sinn. Ist das so? Jemand klaut meine Haarbürste, um an meine Haare zu kommen und mir dann den Mord anzuhängen. Wer soll denn dieser jemand sein? Wer? Der Waldner, das Arschloch. Lucky Waldner? Ja, genau. Weil ich ihm die Britta weggenommen habe. Ach, Sie vermuten, der Lucky Waldner hat jetzt den Hüttmann umgebracht, um ihn damit eins auszuwischen. Ja, so ist er. Herr Pape, finden Sie nicht, dass das reichlich absurd klingt? Wieso? Frau Wirt, kommen Sie endlich? Ja, gleich. Wo ist Hubert? Der Beamer läuft immer noch nicht. Ja, der ist... Ja, dann schaffen Sie dran und Staller auch, nicht? Und zwar zack, zack! Entschuldigung. Sie steht auf und geht. Verdutzt blickt Pape ihr nach. Ja, soll ich warten, oder was? Mit Smartphone in der Hand liegt Hubert neben dem SUV. Staller und Waldner stehen bei ihm. Das ist saublöd, wenn man so ein auffälliges Profil hat. Und damit haben sie am Hof vom Hüttmann eine Spur hinterlassen. Also, wenn sie das abstreiten. Na, stimmt schon. Ich war da. Wann? Dienstag. Letzte Woche, als ich mit ihm über das Grundstück verhandelt habe. Und zu so Verhandlungen, da fahren sie immer direkt über den Feldweg. Auf dem Hinweg bin ich Landstraße gefahren. Ja, und auf dem Rückweg? Mit dem Hüttmann, da kommt man nicht trocken verhandeln. Meist war er halt. Wir haben ein paar Schnaps da drungen. So etliche. Und ich habe ja heim müssen. Aber das klingt logisch, haben wir früher auch immer gemacht. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Hatten Sie der Polizei früher mal erzählen, dass Sie stinkbesoffen Auto gefahren sind? Ja, schon. Waldner sieht zur Beifahrertür. Das gibt's ja nicht. Hui, was haben Sie denn da gemacht? Das schaut aber gar nicht gut aus. Ich habe mal besoffen, Querfeld Einfahrt. Ja, da kommen aber drüber Kinder müssen los. Die Polizisten gehen zum Streifenwagen. Waldner inspiziert den Kratzer. In Girwitz Büro. Und deswegen sagen wir vom Revier Dankeschön und gratulieren recht herzlich. Er gibt ihm eine Zeitung. Ich hab doch gesagt, kein Aufstand, nicht? Was haben wir denn hier? Happy Birthday to you. Happy
Die Belegschaft und Anja im Cocktailkleid stehen vor dem Schreibtisch. Wann kommt endlich die Umgehung? Nee, Sie müssen auf Seite 8 mal gucken. Girwitz blättert in der Zeitung. Er entdeckt eine Anzeige mit einem Foto. An den Streifenwagen gelehnt, heben Riedel, Sonja und Hubert die Daumen. Staller hat die Hände in die Hüften gestützt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das Revier Wolfratshausen wünscht dem besten Chef zum Geburtstag alles Gute. Steht unter dem Foto. Da kann sich ja der beste Chef nur bedanken. Und zwar beim besten Team. Aber jetzt genug der großen Worte. Nebenan steht ein leckeres Buffet. Tauscht euch aus im Kollegenkreis und danach schauen wir alle gemeinsam einen Film über das Polizeimuseum Essen. Riedel grinst Sonja an. Anja verzieht den Mund. Im Konferenzraum. Sonja, Anja und Hubert mit Girwitz an einem Stehtisch. Girwitz? Staller an einem anderen. Wissen Sie eigentlich, was los ist, wenn da irgendwo eine Umgehungsstraße gebaut wird? Staller, wir feiern doch. Ja, da explodieren nämlich die Grundstückspreise. Was haben Sie denn da Eklis gebastelt? Ja, das sind die Grundstücke. Und das ist die Umgehungsstraße. Ah. Waldner, Pape, Hüttmann. Der Tote? Ja. Der Waldner wollte das Grundstück vom Hüttmann kaufen. Woher hat denn der Bitchen gewusst, dass da irgendwann die Straße durchgebaut wird? Zwischen zwei gefalteten Servietten liegen Gurkenscheiben mit Erdnussflips, die eine Linie bilden. Mit dem Karton betritt Mara das Polizeirevier. Hallo? Sonja kommt. Hallo, wer bist du denn? Mara Hüttmann. Und wie können wir dir helfen? Magst du Herrn Hubert? Du möchtest zum Herrn Hubert. Den muss ich erstmal holen. Dann komm doch mal mit. Sie führt sie zu einer Stuhlreihe. Na, dann wartest du hier einfach mal, ja? Ich hol den Herrn Hubert. Im Dienstzimmer blickt der mit Staller und Los auf eine Karte. Ja, das stimmt. Die Straße führt über das Grundstück von Herrn Hüttmann. Ja, und wenn es gebaut wird, ist das Grundstück gleich immer so viel wert. Der Start zählt sehr gut. Das kann ja sonst Jahre dauern. Da verfallen dann Fördergelder. Das ist natürlich praktisch für Sie. Praktisch für mich? Wie meinen Sie das? Sie arbeiten ja bei der Regierung. Da wissen Sie natürlich genau, wo da so eine Straße gebaut wird. Und Ihr Freund, der wollte ganz zufällig das Hüttmann-Grundstück kaufen, oder? Was? Ja, das ist mir so blöd. Der Logi wollte das Grundstück? Ja, der Aldi hat es nicht verkauft, da hat er weg müssen. Oh mein Gott. Also das mit der Straße, das ist mir rausgerutscht vor ein paar Wochen, aber dass der Logi sowas tut, das... Das heißt, Sie würden gegen ihn aussagen? Ja, natürlich. Ich hatte doch keine Ahnung. Wenn das stimmt, dann... Dann hat er mich ja nur benutzt. Sonja zu Hubert. Kommst du mal bitte? Was denn los? Die beiden verlassen den Raum. Im Gang wartet Mara. Hey, Mara, wie geht's dir? Servus. Herr Hubert, schau mal, der Paul ist wieder da. Ah, super, siehst du's? Hab ich dir gesagt. Er kommt wieder zurück. Er hat in dem Haus gesessen, das du ihm gebaut hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Bitteschön. Paul mag sich auch bedanken. Aha. Sonja sitzt neben Mara. Hubert kniet vor ihr und holt die Schildkröte aus dem Karton. Das ist ein ganz schöner Brocken, der Paul. Hein? Sag mal, hast du den Paul angemalt? Ich mal doch nichts auf den Paul. Na, du malst den Paul nicht an, oder? Er hält Sonja das Tier hin. Auf Waldners Grundstück. Girwitz führt ihn ab. Hubert und Staller folgen ihm. Eine richtige Verhaftung zum Geburtstag. Ist ein schönes Geschenk. Sonst haben Sie keine Probleme. Na, ich glaube, das Problem haben eher Sie. Ein super Plan. Ein Hüttmann 10 Jahre abmurksen, von der Tochter billigs Grundstück kaufen und einen Haufen Kohle machen, wenn die Straße gebaut wird. Das ist doch Schwachsinn. Sie wollten dem Pape den Mord in die Schuhe schieben. Das ist ein typischer Fall von Überplanung. Nicht? Daran scheitern viele. Denken Sie mal an die Posträuber. Völlig idiotisch, was Sie da zusammenschwafeln. Jetzt nehmen wir uns mal die Dinger ab. Handschellen. Nicht einen Beweis haben Sie. Stimmt, Beweis haben wir keinen, aber wir haben ein Zeug. Manchmal ist das Tier der beste Freund des Menschen. Auf Pauls Panzer steht Waldner. Die Handschrift vom Hüttmann, der Stift vom Hüttmann und die Schildkröte von der Enkelin. Das war quasi das Letzte, was er vor seinem Tod noch sagen wollte. Ja, wenn das nicht reicht, nicht? Wunderbar. Und jetzt ab aufs Revier, der Sekt steht schon kalt. Er zieht Waldner mit sich und öffnet die Fondtür. Er drückt ihn auf den Rücksitz. Leicht an ihr stoßen. Das war Hubert und Staller, Schnapsidee aus dem Jahr 2016. In weiteren Rollen Paul Sedlmayr als Riedel, Annette Fleischer als Sonja, Mirja Mahir als Los, Markus Wittmann als Waldner, Eva Maria Reichert als Seidel und Niki von Tempelhoff als Pape. Drehbuch Krökel und Freitag, Regie Philipp Osthus.